Hallo zusammen, Neues aus dem Rathaus für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Mai hineingetanzt. Wir hatten ja ein wunderbares Wochenende mit dem Feiertag jetzt hier und wir sind damit gut gerüstet für alles, was der Monat Mai so bringt. Am 1. Mai haben wir traditionell unser Waldschwimmbad eröffnet für die Badesaison 2023. Das hat alles wieder wunderbar geklappt. Großes Kompliment an unser Team im Waldschwimmbad. Ich war da und habe mich überzeugt, dass alles super läuft. Es gibt zwei, drei kleinere Änderungen. Zwei davon sind ganz besonders wichtig für unsere Badegäste. Zum einen haben wir neue Umkleidekabinen eingebaut in der Winterpause und wir haben ein neues elektronisches Drehkreuz installiert. Davon versprechen wir uns, dass wir mit dieser neuen Zugangssystematik doch Warteschlangen an den Spitzentagen im Waldschwimmbad deutlich verringern können, dass man vielleicht nicht eine Viertelstunde warten muss, sondern nach ein, zwei Minuten dann schon Zugang zum Bad hat. Wir haben aber im Waldschwimmbad auch für die Zukunft Großes vor. Und wenn ich Großes sage, dann ist das so. Es steht bevor die Sanierung sowohl des Schwimmer- als auch des Nichtschwimmerbeckens. Das ist wirklich keine kleine beiläufige Maßnahme. Wir werden dafür circa ein Jahr Bauzeit brauchen. Und wir schätzen auch, dass die Kosten für diese Maßnahmen insgesamt 6,3 Millionen Euro betragen werden. Das ist ein Betrag, der für eine Kommune wie die Gemeinde Jernhausen wirklich kein Pappenstiel ist. Wir versprechen uns, dass wir 1,22 Millionen Euro Fördergelder aus Programmen des Bundes und des Landes Hessen bekommen. Aber natürlich sieht man, wir rechnen keinen Markt, da bleibt trotzdem sehr, sehr viel an unserer Gemeinde hängen. Aber ich glaube, unser Waldschwimmbad sollte uns das auch wert sein. Denn das hat eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Menschen in unserer Gemeinde und im Übrigen auch für die Menschen in unserer Umgebung. Die endgültige Entscheidung über diese Sanierung, die fällt am 17. Mai in der Gemeindevertretung. Der Gemeindevorstand hat die entscheidende Vorlage jetzt freigegeben in die Beratung und die Ausschüsse in der kommenden Woche werden darüber beraten und die Entscheidung fällt dann, wie gesagt, am 17. Mai im Kommunalparlament. Aber natürlich gibt es auch noch andere wichtige Themen, die in der Ausschussrunde besprochen werden und dann in der Gemeindevertretung am Ende entschieden werden. Ich will zwei wichtige Punkte ansprechen. Da ist zum einen die endgültige Entscheidung, also quasi der Baubeschluss, über die gemeinsame Maßnahme, die wir mit dem Rheingau-Taunus-Kreis vorhaben, nämlich den Neubau einer Mensa und einer Gemeindebibliothek auf dem Gelände der Theisthal-Schule. Gerade die Raumknappheit bei der Mittagessensversorgung ist ein zunehmendes Problem in der Schule und ich bin sehr froh, dass der Rheingau-Taunus-Kreis als Schulträger nun hier handelt und ein neues Gebäude in den nächsten Jahren errichten will. Und wir als Gemeinde nutzen Synergieeffekte, gehen zusammen mit dem Kreis in dieses Projekt rein und bauen dort eine moderne und zukunftsfähige Bücherei, die dann natürlich sowohl für die Schülerinnen und Schüler der Theisthal-Schule da ist, als auch für die ganze Öffentlichkeit in Niedernhausen. Und damit werden wir auch nochmal ganz neue, gute Voraussetzungen für die Leseförderung und das Angebot einer öffentlichen Bücherei hier in Niedernhausen schaffen. Und das zweite, weitere wichtige Thema in den Ausschüssen in der kommenden Woche ist natürlich auch die endgültige Entscheidung über den Wortlaut des geplanten Bürgerentscheids zur Windkraft. Am 8. Oktober 2023 zusammen mit der Landtagswahl sollen ja die Bürgerinnen und Bürger in Niedernhausen darüber abstimmen, ob die Gemeinde grundsätzlich Windkraft auf eigenen Flächen hier in Niedernhausen vorantreiben soll. Und da wird natürlich auch genau darüber diskutiert und abgestimmt, wie die Fragestellung für die Bürgerinnen und Bürger lauten soll. Es gibt jetzt einen Vorschlag, den ich als Bürgermeister in die Gremien eingebracht habe. Und über den genauen Wortlaut und die endgültige Entscheidung über die Durchführung des Bürgerentscheids wird jetzt in den Ausschüssen beraten. Und auch hier entscheidet die Gemeindevertretung am 17. Mai abschließend. Kleine Besonderheit bei dieser Sache, hier müssen sich wirklich fast alle Gruppierungen in der Gemeindevertretung auch einig sein, denn für den Beschluss braucht es am Ende eine Zweidrittelmehrheit. Das war's schon für diese Woche. Ich bedanke mich für das Interesse und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. We'll be right back.